Und schon wieder zurück bei Dawn of Man. Und ja, wir haben zwei Dinge vor dieses Mal, die habe ich mir auch fest vorgenommen. Zum einen die Siedlung noch ein bisschen auszubauen, zum anderen ins nächste Zeitalter zu überswitchen. Corsa, du bist so gut wie tot. Und was ich jetzt mir zwischen den Folgen noch überlegt habe, wir könnten ja eigentlich auch mal das Produktionslimit hier auf 75% jeweils setzen. Sollte hinkommen. Im Jahr von Schleudern weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, ob wir Schleudern noch brauchen. Ich lasse ihn mal weg. Fürs Erste. Von Speeren 100% machen wir auch mal 75%. Messer auch 75%. Dass wir von allem erstmal etwas da haben. Und dann werden wir Folgendes machen. Dann setze ich hier nämlich die automatische Produktion der Dinge ein. Dann könnte es nämlich durchaus sein, von Bögen müssen wir das auch noch hinbekommen. Warte mal. Dann kann es nämlich sein, dass der einfach, beziehungsweise dann wird es sogar so sein, dass der sich einfach an die Arbeit macht. Genau, Bögen haben wir auch schon eingestellt. Der macht sich dann einfach an die Arbeit und wird dafür sorgen, dass immer genug davon da ist. Ne? Und dann müssen wir nicht dauernd manuell herstellen. Der Händler ist angekommen, sondern haben das einmal auch automatisiert. So, was hast du denn dabei? Stroh! Wunderschönst, ansonsten nichts Sinnvolles. Erntewerkzeuge. Ja, komm, für das Stroh bekommst du zwei heute. Dann sollte die Sache auch wieder gut sein. So, was ich machen möchte, ist nochmal ein Haus bauen, denn ich denke, wir können jetzt definitiv unsere Leute versorgen. Wir haben wenige Messer, ich weiß das doch. Ich weiß das doch alles. Da müsst ihr mich nicht ständig drauf hinweisen. Ein Häusle bauen wir jetzt einfach mal hier an die... So. Dann wäre hier die nächste Siedlung, dann hier die Straße rum, ne? Das haben wir ja schon gesagt. Wir haben dann mehrere Straßen. Wir können auch noch ein zweites Wohnhaus bauen. Das wäre dann in dem Fall hier. Hier. So. Der Sturm erschlägt hoffentlich nicht schon wieder irgendeinen von unseren Siedlern. Das wäre fatal. So, dann müssen wir da oben noch das Lagerhaus abbauen. Das kommt dann weg, definitiv. Hier könnte man noch ein zweites Lagerhaus theoretisch hinbauen. So hier in der Ecke könnte das theoretisch gut stehen. Dann haben wir nämlich hier zwei Lagerhäuser. Eine Lagerhütte. Das ist nur die Frage, so rum. Hier passt es nicht hin. Hier würde es hinpassen, aber... Das sieht so komisch aus hier. Ja, hier würde es hinpassen, aber das sieht auch komisch aus. Sonst müsste ich es hier hinstellen. Dann wäre nämlich hier ein kleiner Weg auch wieder... Oh, das ist auch nicht so meins irgendwie. Wir haben nur wenige Messer. Langsam kannst du mir mit der Nachricht auch mal den Buckel runterrutschen. Theoretisch wäre es auch hier möglich. Wobei, ich müsste auch ein Lager hier hinten in der Ecke haben irgendwo. Normalerweise dann so. Hierhin? Ich weiß es gar nicht. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann haben wir nämlich da hinten den Platz quasi mitgenommen. Ein neuer Mensch wurde geboren. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, und da oben wird fleißig geerntet. Die Erntezeit ist ja wieder da. Und ich nehme mal an, also ich nehme wirklich an, dass sie das Gemüse halt einfach so verschnabulieren. Ich gucke mal gerade nochmal in die Hilfe hinein. Da müsste das doch eigentlich stehen. Risspflanzen, Wicklinse, Kichererbsen, Linsen, eine nährstoffreiche Hülsenflucht, ja, die essen das einfach so und damit ist das dann unsere Möglichkeit, einfach nochmal ein bisschen Essen zu generieren, dass man einfach so wegschnabulieren kann, ne? Das wird auch fleißig geerntet, da bin ich sehr stolz auf unsere Leute, wir haben aber mittlerweile auch sehr viele Leute, die ernten können, dadurch, dass wir die Anzahl der Werkzeuge nochmal erhöht haben. 48 Leute können wir in der Siedlung unterbringen, ich würde es tatsächlich auf 50 aufstocken. Okay, wir könnten dann einfach hier so quasi raus hier nochmal ein Häusle bauen, dass wir hier dann die zweite Straße hätten. So. Lage heute mal 5, Wissen plus 1, ja, das sollte passen. Und wenn wir dann 34 haben wir jetzt, ich sag mal so, wenn wir so bei 40 ungefähr sind, wobei wir können das eigentlich jetzt schon machen, ne? Das ist ja jetzt nicht, wir gehen jetzt ins nächste Zeitalter, es reicht mir jetzt. Wir müssen auch gegen die, dann können wir vor allen Dingen hier Fruchtbaumdomestizierung endlich anfangen. Das müssen wir ja drüben auch machen. Roggen können wir dann noch anbauen. Und hier natürlich Vieh. Wissen, Schweinedomestizierung benötigt für Vieh. Wir können Esel holen und das Rad. Und da bin ich ganz gespannt drauf, weil wir dann die Monolithen, glaube ich, auch mit dem Rad holen können. So, ja. Kupferzeit freigeschaltet. Oh, das habe ich ja hier. Hier, Kupferzeit, schaltet die Produktion von Kupfer in Grubenöfen, den Metallschmied sowie die Herstellung von Werkzeugen und Waffen aus Kupfer frei. Das war das Ziel des Ganzen. Neuer Mensch ist der Siedlung beigetreten. Metallurgie! Huiui, Kupfermine, Holzkohlengrube, Erdofen, Metallschmied. Ist die Frage jetzt erstmal, warte mal. Ja, bei der Produktion kann ich jetzt endlich auch die Werkstatt bauen.
Und die wäre jetzt eigentlich dann hier irgendwo ganz richtig. Sodass hier die Leute dann, und dann hier die nächste Straße nämlich. Hier wäre dann die Werkstatt, wo gebaut wird. Nicht genügend Platz in den Ställen für unsere Tiere. Ein neues Schaf wurde geboren. Ja, weißt du was? Das hier mal leeren und leer machen bitte. Dann kommt hier nämlich das Ding hier dann alsbald auch weg. Hier kommt ein neuer Stall hin. Und dann haben wir nämlich genug Platz für die Tiere. Dann ist das auch kein Problem mehr. So, Fleisch haben wir genug. Nahrung haben wir eigentlich auch genug. Oh, es muss geerntet werden, ganz dringend. Hat auch hohe Priorität. Und hier liegen noch Hülsenfrüchte rum. Die können sie jederzeit essen. Beeren und Hülsenfrüchte. Und da oben kommt dann auch wieder Stroh zusammen. Und genug Ernte, um wieder Mehl und Brot zu machen, vor allen Dingen. Brot haben wir 33. Wird also auch langsam mehr. Werkstatt, jawohl, die Werkstatt. Und der Händler ist auch angekommen. Hallo. Viehdomestizierung. Kannst du voll vergessen. Kupfererz hat er jetzt mittlerweile dabei und ansonsten nur Blödsinn. Dankeschön. So, in der Werkstatt. Da kann man nicht alles bauen. Das ist doof. Achso, die Werkzeuge hier, die werden ja dann, das werden ja dann Kupferwerkzeuge. Das heißt, das Ganze brauchen wir ja gar nicht mehr. Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Bögen. Angel. Schlitten. Ach, kann er jetzt direkt hier bauen. Sehr schön. Pass auf, du machst hier automatisch die Dinger und Angeln. Dann kann ich nämlich hier nicht genügend Platz. Ich weiß es doch. Da oben ist zum Glück jetzt weggebaut worden. Und jetzt können wir hier eventuell dann den neuen Stall bauen. Nicht den Nahrungsspeicher, sondern einen Stall. Der hier natürlich nicht hinpasst. Warum sollte er auch hier hinpassen? Das wäre doch absolut absurd. Hier würde er hinpassen. Direkt vors Feld. Dann kommt er jetzt auch dahin. Das Tor ist ja nicht behindert dadurch. Die können immer noch hier vorbeigehen. Theoretisch müsste ich das hier oben wegmachen, damit der Weg hier richtig ist. Mache ich auch einfach mal. Dann haben wir nämlich hier einen schönen Weg. So, am Monolithen vorbei. Genau so soll es sein. Da kommt dann der Stall hin. Hier kann man theoretisch noch einen von diesen Heuhaufen hinmachen. Ist alles kein Problem. So, essenstechnisch sieht es gut aus. Mehr als gut sogar. So, hier werden Bögen hergestellt. Und Kompositbogen. Angeln. Stimmt, da wollte ich jetzt gerade mal gucken. Angeln. Ja, wo sind sie denn? Wo sind sie denn, die Angeln? Ich sehe keine Angeln. Achso, hier. Fischereiwerkzeuge. Ah, okay. Fischereiwerkzeuge, Angel kannst du auch auf 75% stellen. Und hier, das können wir dann hier wegmachen. Date brauchen wir dann nicht. So, dann kann er erstmal die anderen Sachen alle herstellen. Ich denke mal, Feuerstein sollten wir mehr als genug haben. Vor allen Dingen, weil hier oben ja noch dieses riesige Feuersteinsammelgebiet ist, wo wir theoretisch sogar zwei Leute hinschicken können und mal auf... Ja, komm, wir lassen es auf 30. Das sollte mehr als genug sein, um die ganzen Werkstäuge noch herzustellen. Und hier muss schon wieder gesät werden. Oh Gott. Aber wir haben 19 Sicheln. Also von daher, das haut schon hin. Tier ist ausgestorben. Was? Tier ist ausgestorben? Mammut und Wollnashorn? Nein! Die Mammuts. Ich wollte doch noch Mammuts jagen. Oh, ich kann schon direkt weiterlernen, sehe ich hier gerade. Oh. Ich könnte schon direkt die Bronzezeit freischalten, ohne das hier unten überhaupt zu lernen. Theoretisch wäre das möglich, aber ganz ehrlich, wir müssen natürlich hier erstmal, ganz wichtig, Eseldomestizierung und das Rad. So, jetzt haben wir keine Punkte mehr. Aber, Domestizierungstechnologien erlauben es dir, wilde Tiere zu zähmen. Sobald die Technologie erforscht ist, kannst du wilde Tiere fangen. Ja, das kenne ich. Stelle, ja, das haben wir ja jetzt. Das Rad schaltet die Konstruktion von Karren frei, welche dir den Transport großer Mengen an Ressourcen erlauben. Oh ja. Und guck mal, der Stall ist auch schon fertig. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch die ganzen Sachen hier wegräumen. Hier unten haben sie es, glaube ich, schon weggeräumt, oder? Ja. Glücklicherweise. So, das Lagerhaus hier drüben ist auch fertig. Das ist auch fertig. Sehr gut. Der ist fertig. Das Lagerhaus ist fertig. Wir brauchen hier einige Lagerhäuser wahrscheinlich. Hier ist ja noch eins. Und da ist der Händler auch schon wieder angekommen. Was bringst du denn mit, mein Freund? Nur Blödsinn. Nur Blödsinn. Kupfer gehe ich mir selber holen. Riesenhirsch mal 10. Gibt auch schon wieder... Wissenspunkte. 10 Stück braucht man jetzt für jede Entwicklung. Ja, oder 20 für die Bronzezeit. Aber erstmal sollten wir uns vielleicht mit Kupfer auseinandersetzen. Das halte ich für deutlich sinnvoller. Nicht Lager, sondern Produktion. Hier nämlich Feuersteinmine wäre hier und dann Metallurgie. Kupfermine, Holzkohlengrube, ein Ort, um Holzkohle aus Holz herzustellen. Ja, das wäre ja auch was für unsere Arbeiter hier an der Ecke, oder? Theoretisch könnten wir sagen, hier ist unser Holzfällergebiet. Wo dann später der heilige Hain hinkommt. Was macht der denn da? Ja, dann könnte man hier quasi nochmal so eine Produktionsecke einrichten, ne? Immer so ein bisschen außerhalb vom Dorf. Bauen wir das mal hier hin.
Metallurgie, dann ein Erdofen, ein Ort, um Kupfer und Zinnerz zu Kupfer und Bronze zu schmelzen. Ja, wir haben noch keinen Zinn. Muss ich dafür noch was Besonderes lernen? Kupfer schmelzen. Zinnmine. Achso, das ist für die Bronzezeit dann. Okay, da sind wir noch nicht angelangt. Das können wir erstmal außen vor lassen. Der Metallschmied wäre dann auch hier in der Ecke. Der würde quasi hier arbeiten. Ein neues Tier wurde geboren. Schaf mal zwei. Ja, meine Güte, jetzt kommt das mit den Schafen aber richtig gut rum. Jetzt sind... Oh, guck mal hier, die Schafe. Guck dir das mal an. Wie viel Wolle wir hier zur Verfügung haben. Eieieiei. Jetzt brauchen wir uns um Kleidung, glaube ich, keine Sorgen mehr zu machen. 37 Leute haben wir mittlerweile. Das ist nicht so schlecht. Das hier müsste einfach mal zurückgeräumt werden in die Lagerhäuser. Ne, ihr habt hier noch ganz viel Lager frei. Ihr müsst das dann auch mal einräumen. Und so viel Stroh haben wir jetzt auch nicht mehr. Es sind nur 36. Jetzt sind wir bei 41, 42. Oh Gott, jetzt geht's aber ratzfatz. Nehmt das doch mal mit. Das wäre wunderschönst, weil das wird irgendwann vergammeln, Leute. Ich wünschte, ich könnte denen irgendwie auch anzeigen, dass sie hier zu sammeln haben. Stöcke sammeln, das bringt aber nichts. Das müssen sie hier schon wieder anpflanzen. Also schon die ganze Zeit nichts mitgenommen haben hier. Ihr sollt das doch einfach nur... Oder liegt das daran, dass hier Limits nichts und hier auch Limits? Eigentlich nichts. Ihr könnt so viel anbauen, wie ihr möchtet. Ihr müsst es dann auch nur wegtragen, wirklich. Und je länger ihr das hier liegen lasst, desto schlimmer ist das, weil das vergammelt hier auf den Feldern deutlich schneller als hier oben. Das sollte euch bewusst sein. Ihr pflanzt da gerade schon neues Zeug an, obwohl ihr das alte noch nicht weggeräumt habt. Och Leute, ist das euer Ernst? Ja, oder brauchen wir einfach mehr Karren oder sonst irgendwas, oder? Das kannst du ja mal voll vergessen. Ja, du bist so gut wie tot. Du bist schon tot. Na gut, einer wurde vom Bären umgebracht. Passiert mal. Oh, guck mal, wir haben Businesspunkte bekommen. Ganz viele sogar. Was machen wir denn? Fruchtbaumdomestizierung. Würde mir gefallen. Viehdomestizierung, ja. Schweinedomestizierung. Nötig für Vieh. Ja, dann können wir halt Ochsen und sowas haben. Aber gerade brauche ich das noch nicht. Also machen wir erstmal die Fruchtbaumdomestizierung. Dann können wir nämlich auch Fruchtbäumchen bauen. Dann können sie hier auch Früchte pflanzen und so weiter. Ist natürlich jetzt alles erstmal, ne, hier Kirschen und so weiter. Ist jetzt natürlich alles erstmal obsolet, weil ganz ehrlich, wir haben jetzt erstmal genug Essen. Wir können uns erstmal auf ein paar andere Sachen konzentrieren. Wie zum Beispiel eben... das Kupfer. Ihr müsst das einsammeln, Leute, wirklich. Och Mann, das regt mich auf. Die machen die gesamte Ernte, die ganze Arbeit für nichts, alles umsonst. Die können doch eigentlich auch nicht so viel anderes zu tun haben, beim besten Willen. Aber das kann mir jetzt keiner erzählen. Ja gut, ich sag dazu nichts. Hier wird Holzkohle gemacht. Das ist sehr gut. Und da oben haben wir auch schon 6 Holzkohle. Und hier würde dann theoretisch der Metallschmied. Schaf wurde geschlachtet. Ja, da würde dann der Metallschmied sein. Jetzt ist die Frage, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir eine Kupfermine finden. Wo ist denn Kupfer? Kupfer müsste doch hier oben irgendwo sein. Kupfer, 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 Kupfer. Habe ich es vielleicht direkt neben der Siedlung? Das wäre ja schön, aber ich glaube eher nicht. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ja, nee, eher nicht so, ne? Eisen, Eisen. Das hier ist Kupfer. Da ist es doch. Dieses blaue Zeug ist Kupfer. Hatte ich das nicht auch neben der Siedlung? Da ist es doch. Da oben, direkt neben der Siedlung. Und hier ist noch Feuerstein. Und hier könnte man dann Kupfer abbauen. Aber ich denke mal, das geht erst... Ah, jetzt. Kupfermine. Jawohl. Und hier hätten wir auch direkt Zinn. Das heißt, wir können in der Bronzezeit hier schon direkt ordentlich arbeiten. Sehr schön. Brot ist verfallen. Also unseren Leuten geht es doch nicht so schlecht. Ne? Und hier unten ist auch schon langsam fertig. Hier Himbeeren wachsen immer noch hier mitten in der Siedlung. Das letzte Schwein ist gestorben. It's the last useful pig. Schaf wurde geschlachtet. Ja, jetzt sind sie aber ein bisschen garstig drauf, habe ich das Gefühl. Die können dann hier aus dem Tor raus, können nach da oben und direkt in die Kupfermine. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Das bietet sich doch an. Die lassen das echt hier vergammeln auf den Feldern. Boah, mach mich das wütend. Wir brauchen vielleicht einfach mehr Leute, die sich gleichzeitig darum kümmern können, um alles, was hier gerade anfällt. Warte mal, ich muss mal gerade vielleicht auch nochmal die Gebiete durchgehen. So, wir haben hier einen Holzfäller. Der kümmert sich darum, dass hier kein Holz ist. Das ist in Ordnung. Da muss auch nicht ständig einer hin. Hier, der kümmert sich darum, dass hier kein Holz ist. Dann haben wir hier ein Jagdgebiet. Das könnten wir vielleicht mal gerade
wegschauen. Weil hier vorne wird nicht mehr viel rumlaufen, was gejagt werden kann. Da laufen nur noch unsere Hundis rum und mittlerweile ist das einfach zu nah an der Siedlung, als dass das noch irgendeinen Sinn machen würde. Da Wasser holen, ja, das ist okay. Fischen ist da auch okay. Da wird aber wahrscheinlich sogar einer reichen. Dann hier Lehm holen, das ist in Ordnung. Hier Fischen wird auch einer reichen. Dann hier Lehm holen. Ich glaube, Lehm haben wir mehr als genug. Das können wir mal weghauen hier. So, hier Stöcke sammeln. Ja, das ist okay. Drei Leute, ich glaube es wohl. Zwei Leute werden wahrscheinlich... Einer wird auch reichen, ehrlich. Wenn wir merken, wir haben keine Stöcke mehr. Komm, wir lassen zwei. Dann hier Bäume fällen, das kann auch einer machen. Dann müssen wir jetzt nicht unbedingt zwei Leute losschicken immer, weil hier wird nicht mehr so viel an Bäumen sein. Tannin, ja, das ist schon wichtig. Und hier Steinabbaugebiet. Das könnte ich mal weghauen, weil wir haben ein ganz anderes... Hier ist noch Kupfer. Wir haben ein ganz anderes Steinabbaugebiet mittlerweile. Das nicht so weit entfernt liegt, sondern das quasi direkt vor der Haustür ist. Jetzt gucke ich nochmal ganz schnell durch. Zack. Hier, 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 dann da, ja, Tannin. Und hier oben Feuerstein, ja, das ist richtig. Und hier Jagen. Ja, das ist okay. Wobei wir das Gebiet auch nochmal irgendwie erweitern oder verändern könnten, weil ich glaube hier, da ist ein Bison. Nehmt das mal mit. So, dann haben wir zumindest die Aufgaben schon mal wieder ein bisschen... Oh, diese Gewitter, ständig diese Gewitter. Dann haben wir die Aufgaben schon mal ein bisschen verteilt. Stein, genau, Stein war nämlich hier. Warte, nicht Abbaugebiet, hier, da. Stein holen kannst du genau hier. Ein wundervolles Steinabbaugebiet. Kannst du mit einer Person, 20 Steine ist okay, machst du 25. Ach komm, wir machen 30. So, das sollte dann vollkommen reichen. Dann können sie Steine hier abbauen, müssen nicht den ganzen Weg bis da hinten latschen. Jetzt muss hier schon wieder geerntet werden und alle sind unglücklich, weil sie den ganzen Tag nur arbeiten müssen und niemals Spaß haben. So ist das in der Steinzeit, so ist das. Ist denn die Mine schon fertig? Nein. Aber ihr habt zumindest schon mal mit dem Karren was hingebracht. Das finde ich ja schon mal sehr löblich. Ich muss dringend mehr Karren bauen. Targol hat sich eine Krankheit zugezogen. Transport. So, wir können jetzt Karren bauen. Oh, der Händler ist da. Hallo. Was hast denn du dabei? Schafe, Kupfer, nur Blödsinn. Nur Blödsinn. Nee, komm. Kannst du wieder gehen. Karren wollte ich bauen, genau. Karren, baut mal einen hier hin. Und hier in den Lagerbereich. Und dann muss ich... Ja, da kommt jetzt drauf an. Jetzt muss ich Esel finden. Ich vermute mal Esel oder Pferde. Das sind keine Pferde. Das hier sind Schweine. Da sind Bären. Das hier ist ein Riesenhirsch. Das sind, glaube ich, Ziegen. Das sind Ziegen, richtig. Hier sind auch nur noch Hirsche, Schweine, Riesenhirsch. Tja, das ist ja wundervoll, dass hier so viele Tiere in der Gegend sind, die gerade so nützlich sind für mich. Letztes Mal zogen hier doch noch Eselsherden durch die Gegend. Muss ich mal gerade wieder so orientieren, dass ich weiß, wo ich überhaupt bin. Hier? Nein, das sind Mufflons, oder? Das sind Mufflons. Hey, komm mit. Ich können wir essen und wir können Wolle von dir nehmen. Oh, guck mal hier. Wildes Pferd. Ja, Pferde kann ich nämlich nicht domestizieren. Da fehlt noch ein bisschen was für. Denn ich muss erstmal Esel domestizieren. Und das ist die Frage, wo sind die Esel? Ich brauche doch einen Esel. Ein Wolf und? Was ist das? Irgendwas Totes nehme ich mal an. Der Wolf hat es wahrscheinlich umgebracht. Es ist wahrscheinlich ein Hirsch gewesen. Es war einmal ein Hirsch. Hier läuft noch ein kleiner Wolf rum, oder? Ja. Und hier sind... Nö. Ich finde gerade keine Esel. Das ist ein bisschen doof. Da werde ich mich gleich nochmal umgucken müssen. Vielleicht kommt ja doch nochmal ein Eselpärchen oder so in unsere Gegend gewandert und bringt seine Jungen mit. Gorsa ist an Altersschwäche gestorben. Ich glaube, wir brauchen den ein oder anderen Totem hier tatsächlich noch. Hä? Hat sich einfach zu Tode gearbeitet. Hülsenfrüchte mal 1, Wissen, mal 100. Wissen plus 1. Ja, die Hülsenfrüchte nehmen sie sofort alle mit. Aber das Getreide lassen sie auf dem Feld liegen, bis es verdorrt ist. Ich glaube, das könnte tatsächlich aber auch hier an den Limits gelegen haben, ne? Ja, es könnte durchaus sein, aber das Stroh haben sie ja auch liegen lassen. Also von daher, ich bin mir da absolut nicht mehr sicher. Das Brot verfällt. Erstes Bauwerk Kupfermine plus 1. Sehr schön. Das bedeutet, wir können hier oben jetzt Kupferminen. Und zwar, ja, wir brauchen, ich würde mal sagen, 20 Kupfer sollt ihr bitte immer da oben abbauen. Für alle Fälle.
Krankheit beeinträchtigt Emma. Na danke. Naja gut, aber wir haben jetzt tatsächlich mehr als... Na, das hast du jetzt davon, dass du zu den Göttern gebetet hast, ne? Sie haben dich einfach umgebracht. So sieht's nämlich aus. Das sind deine Götter. So. Tierbevölkerung, Wissen plus eins. Ah, wunderschön. Wir haben gleich schon das... Meine Güte, dann haben wir uns gleich aber durch diese Kupferzeit durchgehangelt. Wie nur was. Gut, es war auch nicht so viel zu entwickeln, ne? Wir haben dann nur noch die Roggendomestizierung und die Viehdomestizierung. Dann können wir schon zur Bronzezeit weiter watscheln. Ein neues Tier wurde geboren. Schaf mal drei... Ja, meine Güte, jetzt geht's aber ratzfatz. Jetzt weiß ich nicht mehr, wohin mit den ganzen Schafen. Da könnte ich ja noch einen Stall bauen, theoretisch, wenn ich genug... Ja, oder sie müssen es halt schlachten. Nein! Hundi ist tot. Schlachtet ihn. Ja, und hier wird fleißig Werkzeug produziert. Das heißt, wir haben jetzt wieder genug Werkzeug für allerlei Aufgaben. Und theoretisch kann die gesamte Mannschaft hier... Das hier, das ärgert mich halt ein bisschen. Wie kommt das zustande, dieses Gemeinwohl? Weil die natürlich alle nicht so zufrieden sind. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber... Einen Karren habe ich gebaut. Ich könnte nochmal ein Wohn... Ah, vier Menschen sind der Siedlung beigetreten. Nee, ich baue kein Wohnhaus. Wir haben ja schon 52. Wollte gerade sagen, ich wollte auf 50 hochgehen. Ja, pass auf, wir machen das anders. Wir machen hier spirituell noch ein bisschen was für die Leute. Dass sie einfach sich nochmal ein bisschen irgendwo hinsetzen können und beten. Ist ja vielleicht auch ganz nützlich. Da, wo sie arbeiten, da können sie dann auch beten. Und hier können sie auch beten. Hier huldigen sie dem großen Gott des Lagerhauses oder des Stalles. Und eventuell auch am Flussübergang kann man noch beten. Und hier unten kann man dann natürlich auch noch beten, das ist ganz wichtig. Das wäre quasi wie so ein Dorfeingang, dass wir da einfach überall beten können. Ne? Unsere Leute müssen glücklich sein, dass daran hängt das Gemeinwohl und daran liegt es dann wahrscheinlich auch, dass wir nicht so viele neue Leute mit dazu bekommen. Na gut, das kriegen wir schon hin. Essenstechnisch sieht es gut aus. Wir können Kupfer abbauen. Wir machen auch das, glaube ich, schon fleißig. Wie sieht es hier aus? Macht der schon was? Oh ja, wir können hier dann... habe ich Kupfer? Ich habe zumindest Holzkohle, das sehe ich schon mal. Und jetzt haben wir auch Kupfererz. Aha. So soll's sein. So, und du machst bitte... Ein neues Tier wurde geboren. Schaf mal drei. Hilfe! Was machen die denn mit den Schafen? Guck mal, da liegt schon wieder die ganze Ernte rum. Gut, wir haben 72, aber... Leute, der Händler ist angekommen. Ja, immerhin. Warum bringen die das jetzt Ewigkeiten? Die könnten doch dafür auch einen Karren nehmen. Wofür brauchen die denn das Stroh hier? Warum lagern die das hier ein? Verstehe ich nicht. Oder in ihren Häusern. Macht überhaupt keinen Sinn. Oder brauchen die das zur Reparatur von den Dächern hier? Das könnte natürlich sein. Was man natürlich auch bei Zeiten machen könnte, wäre hier einfach nochmal ein Haus hinstellen oder sowas. Dass die einfach auch hier sich zur Not nochmal ausruhen können, wenn sie es denn müssen. Was ist los? Räuberangriff und... Oh mein Gott. Ja, da hat sich ja mal eine ganze Rotte zusammengefunden hier. 1, 2, 3, 4, 5. Guck mal, da kommen unsere Hunde angerannt. Yes! Endlich wieder Abschlag. Hä? Habe ich das gerade richtig gesehen? Da! Pferd, erwachsenes Weibchen. Ne, das ist der Händler. Ja, das ist die Händlerin. Ich wollte gerade sagen. Ja. Wir können auch Pferde domestizieren alsbald, denke ich mal. Na gut, im nächsten Zeitalter. Alle sind unzufrieden, weil Räuber kommen. Daran liegt's. Nicht daran, dass hier die Siedlung nicht läuft, sondern weil Räuber kommen. Ja, Massaker. Ja. Da freuen sie sich wieder und schon ist das Massaker vorbei. Ja, so viel zu den Räubern, die da kommen. Es wird Winter, wir haben genug zu essen. Unsere Siedlung läuft eigentlich. Ein neuer Mensch wurde geboren. Hier geht's auch wieder hoch. Steil bergauf, guck mal, weil die jetzt überall beten können. Das ist doch schön und hier verdorrt die Ernte wieder auf den Feldern. Aber gerade brauchen wir sie auch nicht. Also von daher, das Ding ist voll mit Schafen, das Ding ist voll mit Schafen. Meine Güte, die Produktion brummt. Weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Stoff. Ja, theoretisch könnte ich ihn verarbeiten zu Kleidung, aber... Eigentlich auch. Ja, und solange wir noch keine große Kupferversorgung haben, muss ich halt hier noch drauf bauen. Wir haben zwar schon zwei Kupferspeere, aber... das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir an dem Punkt sind. Also normalerweise würde ich sagen, das hier wird alles automatisch hergestellt. Wir brauchen halt nur richtig, richtig viel Kupfer dafür. Drei? Da liegen drei Kupfererz. Könnt ruhig... Pass mal auf, bitte 30 auf jeden Fall immer bereithalten.
Und Holzkohle müssten wir dann auch noch einstellen in der Verwaltung, ne? Dann müssten wir auch Holzkohle immer 20 bereithalten. Aber das wird kompliziert. Mittlerweile wird es ja richtig kompliziert, meine Güte. Na gut. Wir sind jetzt nächste Zeitalter gekommen. Ich bin sehr stolz auf mich. Wir haben tonnenweise Schafe und jede Menge zu essen, sodass wir es auf den Feldern verrotten lassen können. Und gegen Räuber kommen wir auch ganz gut klar. Wir haben die neue Kleidung, Leinen und Wolle. Ich bin sehr stolz. Gucken wir mal, da ist eine Fledermaus, also Batman. Gucken wir mal, wie sich das Ganze dann später auch auszeigt. Ihm ist sehr kalt, weil er noch seine... Er hat noch die Leinenklamotten an. Vielleicht sollte er mal sein Haus gehen und sich andere Klamotten holen. Wäre doch mal von Vorteil, oder? Guck mal hier, er hat's richtig gemacht. Er hat die Wollklamotten an. Na gut. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.